Hallo und herzlich willkommen zu Folge 244, dürften es jetzt schon sein. Ja, wir sind hier gerade noch im Sumpf, sammeln Kräuter, töten garstige Viecher, die uns stören. Soweit funktioniert das auch ganz gut. Also, obwohl ich die Banditenrüstung trage, ich trage es aber, dass ich das nicht vergesse, wenn wir dann zu den Banditen gehen, dass sie mich dann nicht total überrumpeln und töten. Ich guck mal, dass wir die aber auch noch zur Strecke bringen, so nebenbei. Wenn kein anderer der Banditen guckt. Dann radieren wir die so einzeln aus und dann brauchen wir uns darüber auch keine Sorgen mehr zu machen. Noch ein Trank und ein bisschen Munition. Ja, Munition kann man sich immer freuen, auch wenn wir irgendwann mal genug haben sollten. Denn so oft schießen wir damit gar nicht. Zwar mal, um lästige Gegner aus der Entfernung entweder heranzulocken, aus der Masse herauszulocken, oder wenn wir mal so eine blöde Gasdrohne Ach, Tor, ich wegballern. habe etwas gefunden. Aber ansonsten ist eher so eine Taktikhilfe, als dass es eine eigene Waffe wäre oder sowas. Jetzt gehen wir nochmal runter und nehmen das ganze Zeugs mit. Sind hier wieder Millionen von Millionen Pflanzen. Ich hätte schwören können, dass wir die hier schon alle hatten. Also entweder ich habe die übersehen oder die wachsen nach. Ja, natürlich wachsen die nicht nach, aber das wäre gar nicht mal so schlimm. Müsste man die auch nicht alle aufsammeln. Okay, müsste man eigentlich auch so nicht, weil es viel zu viele sind. Nee, aber das Respawn-System, ja, das existiert ja in Gothic nicht. Manche bedauern das, manche bedauern es nicht, sondern freuen sich, dass es das nicht gibt. Ich muss sagen, ich bin da geteilter Meinung. Zum Beispiel, also zum einen finde ich so ein Konzept wie bei Skyrim zum Beispiel recht nett, dass alles respawnt, ja, dass man die ganzen Höhlen 500 Millionen Mal machen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich eintönig. Und in Gothic hat man dann so gesehen, Schweizer Varan. Hat man natürlich seine Chancen, alles, ich sag mal, zu beenden, was halt eben da ist. Und wenn dann was fertig ist, dann ist das fertig und in meisten Fällen auch einmalig. Natürlich ähneln sich Höhlen von ihrer Zusammensetzung, aber wisst ihr, glaube ich, was ich meine. Was ich genau damit sagen will, dass ein Respawn-System auch bei kleineren Spielen ganz nett sein kann. Aber bei großen Spielen ist es nicht unbedingt erforderlich und das haben wir ja bei Gothic der Fall. Oder das ist bei Gothic der Fall, Nicht so. ne? Deswegen. Es raubt weder den Spaß, noch, was weiß ich. Noch braucht man nicht die ganze Zeit zu leveln, was weiß ich. Gothic ist ja nicht so unbedingt so ein Levelspiel. Das kommt ja alles von sich, das passiert alles, wenn man einfach die Gegend erkundet und Quests erledigt und sonst was. Deswegen ist es ja so ein schönes Spiel, weil es so eine dichte Atmosphäre aufweisen kann. Und um wieder zurück zur Odyssee Mod zu finden, die Jungs haben das perfekt fortgeführt, dieses Konzept. Aber ich glaube, ansonsten hier. Das dürften wir, waren wir da schon? Ich glaube jetzt einfach mal ja. Beziehungsweise ich springe mal kurz hin an. Aber ich glaube, ja genau, das war dann runtergeeiert. Ne, hier ist eine Heilpflanze, hier war ich noch nicht. Ich wollte eigentlich da hinten den Tempel hoch. Aber jetzt muss ich das verschieben. Ich hasse den Sumpf, gell? Ich hasse den. Ich hasse den einfach. Kannst du es erzählen? Hier waren wir doch schon. Sicher waren wir hier, dass wir da hinten rüber geeiert und waren dann wieder da vorne. Gut. Belassen wir es dabei. Halt aber eine Pflanze. Ich nehme lieber alles mit. Warum liegt hier ein Fisch? Aber ansonsten denke ich wieder, dass ich hier noch nicht war. Aber hier war ich ganz sicher. Das heißt, wir gehen jetzt da hinten rüber und dann die Tempelanlage hoch. Ich glaube, ich habe mich erstmal schon für diesen Weg entschieden.
So mehr oder minder, und dann haben wir das übersehen. So indirekt, direkt. Huch, ich wollte gar nicht springen, ich wollte das aufsammeln. Wie gesagt, bin gespannt, ob wir unsere 1000 Heilpflanzen zusammensammeln können. Das ist eins meiner Hauptziele in dem Spiel hier. Neben einer erfolgreichen Beendigung natürlich. Aber ich glaube, da oben in der Tempelanlage waren wir noch nicht drin. Das dürfte auch die Tempelanlage sein, in der im Originalspiel so ein paar Skelette davor stehen. Und hier sehen wir wieder, was das Spiel uns so über die eigentlichen natürlichen Gegebenheiten von Gothic. Das Prädikat kann sich jetzt jeder dazu denken. Also, ja, was ich genau damit sagen will. Wir sehen hier zwei grüne, ein schwarzer Varan. Das heißt natürlich im Umkehrschluss entweder. Oh, es sind zwei, verdammt, dann geht meine Theorie nicht auf mit dem schwarzen Varan als Anführertier. Als Alpha-Tier. Ich wollte sowas einbauen wie schwarze Warane, gerade weil sie 40 EP mehr bringen, sind Alpha-Tiere eines Varan-Rudels. Dadurch sind aber also, ne? Erstmal, ich glaube, Warane sind gar keine Rudeltiere. Natürlich sind sie es nicht, das sind Reptilien. So gesehen wird diese Bezeichnung seltsam. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Aber nee, vergessen wir das Ganze, ich laber noch Schwachsinn. Und noch dazu grammatikalisch falsch, weil ich mich selbst ablenke mit meiner Dummheit. Sprich, ich kann selbst nicht fassen, was ich für ein Mist laber. Dann laber ich noch größeren Mist. Konzentrieren wir doch uns wieder auf den Tempel hier. Ich guck, ich zück mal die Waffe. Einfach nur, weil ich dachte, dass hier was ist. Da drin haben wir ein bisschen Loot. Aber das kann es doch nicht sein. Ich meine, verarschen kann ich mich selber. Wo sei der? Ist echt leer. Also Jungs, das muss jetzt aber nicht sein. Lederbeutel, Dunkelpilz, bla bla bla. Ich ging so locker hier auf die Fresse, komm schon. Also im Originalspiel sind hier eigentlich ein paar Skelette davor. Vor dem Ding. Vor diesem Tempel. Der nach aztekischer Bauweise zusammenklabustert wurde. Aber wir kriegen da locker auf die Fresse, wenn wir die Truhe da öffnen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Und jetzt können wir das Ganze auch vergessen. Ich weiß nicht, inwiefern wir die Schlüssel alle finden können, die hier. Wir könnten mit dem Mana-Bonus. Wir könnten eigentlich. Egal. Wir könnten eigentlich. Was könnte man denn eigentlich? Ja, genau, die Frage stellt sich halt, ob wir dazu in der Lage sind, diese ganzen Schlüssel zu finden. Aber da fehlen ja auch logischerweise, gerade weil sie nicht mehr im Spiel integriert sind, ein paar Schlüsselfiguren. Egal. Ja, der muss setzen. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal aus dem Sumpf hinaus. Da war noch eine Wurzel. Mal aus dem Sumpf hinausgehen. Denn jetzt sollten wir eigentlich alles abgeschlossen haben, wenn mich nichts täuscht. Jedes Mal findet man hier nochmal 50 Millionen Pflanzen, wenn man hier durchrennt. Gut, aber der Sumpf, das schwierigste Gebiet, dürfte jetzt nun vollendet sein. Und es gibt noch zwei Teleporter, die wir aktivieren können. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück zur Ausgangssituation.
Lage zur Ausgangsposition, sprich da oben bei den Tempelanlagen in der Mitte. Jetzt gehen wir einfach den anderen Weg. So einfach kann es sein, ne? Ich hüpfe wieder wie so ein Gelähmter. Quatsch, Gelähmte können nicht springen. Zumindest im Normalfall nicht. Oh, Dunkelpilz. Oh, zwei Dunkelpilze. Drei, vier. Das ist eine große Ausbeute hier. Und ja, ich weiß, ich könnte mit diesem dicken Amulett eigentlich jetzt schon die Feuermagierrobe tragen, aber das will ich gar nicht. Was ich will, ist den da abschießen, ohne dass jemand sauer wird. Na warte, du Mistkerl. Das hat nicht so geklappt, wie ich wollte. So. Alles cool, der hängt fest. Alles cool, der hängt fest. Ein paar Schlückchen, ne? Und renn noch auf die nächste Witzfigur zu. Der mit einer kleinen Sense ziemlich viel Schaden anrichten kann. Respekt. Aber wie gesagt, die brauchen wir nicht. Die sind unwichtig, die können sterben. Deswegen tun sie das jetzt auch. Und auch dazu konnte ich eh nicht ausstehen. Noch nie. Außer Sketti. Von allen Anwesenden kann ich nur den ausstehen. Und das einfach nur weil, was weiß ich, weil Gothic 1. Jetzt haben wir die Hälfte hier schon mal ausradiert. Schauen wir mal, ob jemand sauer wird, wenn ich den da töte. Na. Kommt der Anna noch? Ich glaube, das ist Skinner oder so. Nee, Senja, genau. Wäre halt total lustig, wenn der jetzt durch den Teleporter läuft und dann wäre er teleportiert worden. Aber genau aus diesem Grund werden solche NPCs eigentlich auch gar nicht mittransferiert. Die werden dann extern teleportiert. Also sprich diese ganzen. Komm, ballern wir mal wieder ein paar Dunkelpilze rein. Diese ganzen Teleportfunktionen, die sind nur und das auch zu Recht für den oder ist genau für den Helden ermöglicht worden. Das wäre sonst auch ziemlich lästig, würde ich sagen. Ich glaube, wir töten den dann gleich auch noch. Der sollte aber allerdings nicht so einfach werden. Ich sehe auch gerade die 10 Tomaten. Tomaten dürften uns auch einen Stärkepunkt geben. Also was wir auf jeden Fall behalten müssen, sind Äpfel, Tomaten und Bananen. Aber ich glaube, ein paar Tomaten müssen wir per Quest abgeben. Deswegen, das habe ich doch schon mal gesagt, lassen wir das mal und behalten die noch etwas. Ja, unser Mana steigt. Wir haben 610 Heilpflanzen. Wir kriegen locker 1000. Das ist nicht bestreitbar. Das wird noch ganz lustig. Und wir haben, ich will auch, kann man den Bestand durchforsten. Zwei Kronstöckel, wenn mich nicht alles täuscht. Das da oben sind nämlich die Gothic 1 Pflanzen und das da mit den 97 Kronstöckeln, das glaube ich mir selbst nicht. Das ist nämlich Snapperkraut, das können wir höchstens verkaufen, das brauchen wir eh nicht. Zwei Kronstöckel, alles klar. Und Sonnenalonen können wir, glaube ich, auch noch verkaufen. Drachenwurzel haben wir gar keine, sehe ich. Doch. Nee, das ist ab Bergmoos. Oh, Alter. Na gut. Nichts zu holen. Guck mal, wie intelligent der Skinner eigentlich ist, dass er nicht mal blickt, dass wir seine Leute umgebracht haben. Lass mich in Ruhe! Das kann ich gerne machen. Eigentlich hätte ich da noch gern was geklärt. Jetzt lasse ich in Ruhe. Ja, Betty hat er dabei. Die gute Betty und. Ah, der Schlüssel zu seiner Truhe. So, jetzt, das gebe ich an euch weiter. Müssen wir dahin? Also müssen wir nochmal ins Banditenlager und hat es Relevanz, dass wir seine Truhe öffnen,
Oder haben wir die schon geöffnet ohne Schlüssel oder sonst ein Scheiß? Oh, Gegner. Ja, die Fangheuschrecken sieht man auch nicht im Gras. Gut, die waren jetzt gar nicht auf dem Gras, aber durchs Gebüsch habe ich sie nicht entdecken können. Waren nicht identifizierbar als Gegner. Da war der Blauflieder, den ich eigentlich anfokussiert hatte. Gerade mal schauen, hier müssten wir aber schon alles haben einigermaßen, oder? Natürlich nicht. Ich werde direkt eines Besseren belehrt. Da laufen noch ein bisschen EP durch die Gegend. Bis auf die gute Tarnung sind aber die Fangheuschrecken ansonsten weder gefährlich noch nervtötend. Die tauchen halt nur manchmal an ganz unpassenden Stellen auf. Das ist unsere 611. Heilpflanze gewesen. Ist das ein Grundstückel? Natürlich nicht. Und hier unten haben wir noch ein paar Pflänzchen. Heilpflanzen wahrscheinlich, en masse. Natürlich. Also wer mir erzählen will, dass wir aus jeder Pflanze einen Trank machen kann, da müsste man erstmal die Rezeptur umändern. Also es wäre vielleicht ganz lustig, weiß ja nicht, wie inwiefern das möglich ist, aber eine Art Trank herzustellen, der einfach aus 5 Heilpflanzen besteht. Weil der Fellknöterich macht es dann doch ein bisschen eklig. Und jetzt töten wir den da noch. Ja, und jetzt geht's ja eben in eine neue Gegend. Leckt mich am Arsch, haben wir noch viel zu tun. Ja, da hinten sehen wir das Haus des Eremiten. Und während wir hier uns die Gegend anschauen, ist ein Snapper zu seiner vermeintlichen Beute gerannt. War allerdings meine, das hat er nicht gewusst. Resultat, er gehört nun auch zu meiner Beute. So, erstmal schauen, dass wir hier alles mitnehmen. Hier ist nichts mehr an Pflanzen. Geschiss? Nee, okay, gut. Aber hier oben noch locker, oder? Ja, das war ja so klar. Blauflieder. Haben wir hier drin noch eine Kiste? Ähnliches. Nein. Feuerkraut und ein paar Pfeile. Hier gab es wahrscheinlich ein bisschen Geballer. Ein rostiges Schwert. Hat einer keine Munition mehr gehabt, dann hat sein Schwert reingeschmissen, oder was ins Eck. Gut. Haben wir die letzten Pflanzen hier noch mit. Und ich habe so ein ungutes Gefühl, ne? Das ist einfach so. Das ist so ein Empfinden, ne? Man ist im Sumpf und sagt natürlich, das ist der ekelhafteste Ort, den es in dem ganzen DLC gibt von der Orientierung her, und dann kommt man hierher. Und hier liegt noch ein bisschen Zeug und ein Trank sogar. Boah. Stimmt, die hatte ich übersehen. Also nee, ich hatte es nicht übersehen, ich hatte es sogar noch. Ich wusste, dass das Snapper waren. Aber hab die verdrängt gerade im Moment. Von den Weidenbären haben wir auch bald 1000 oder so. Und wie ihr hier schon sehen könnt, es gibt wieder ganz viele verwurzelte Wege, die zu seinem Ziel führen. Was mich persönlich ziemlich anpisst. Bin zwar keiner, der sowas mag, wie von wegen, alles ist komplett linear, aber unübersichtlich ist dann auch wieder scheiße. Weswegen ich, ja gut, das ist jetzt nicht so schlimm hier. Also übertreiben muss man es auch nicht, aber alles in allem, das macht es meiner Meinung nach schwierig, sich zurechtzufinden. Also Orientierungslosigkeit, aber das ist ja auch schlüssig. Ich würde sagen, dass wir dann hier noch die. War das jetzt Sumpfrad? Ja, ne? Da Und ist was auch es. sonst. Ja, so sieht die Ausgangslage aus. Wir haben zwei Wege. Und werden dann einen von beiden in der nächsten Folge gehen müssen, ne? Also im Prinzip können wir auch irgendwie schauen, inwiefern der eine Weg irgendwie doch in eine Sackgasse mündet, dann gehen wir natürlich den anderen.
Aber alles in allem haben wir noch ganz was vor uns. Und wie gesagt, nochmal hier nochmal, um das nochmal zu bündeln. Wir werden jetzt hier die Fokussteine alle einsetzen, sofern ich alle Gegenden finde, alle Teleporter. Und hier hätte ich gerne Auskunft, falls es einer von euch weiß, also was wir mit der mächtigen Waffe nun tun müssen. Denn Greg hat ja keine Gesprächsoption. Und vielleicht hätte ich die Waffe auch nie aus seiner Kiste nehmen sollen, ich habe keine Ahnung. Nichtsdestotrotz speichere ich jetzt noch ein zweites Mal, auch wenn das gar nichts bringt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also wie gesagt, ne? Wenn ihr es mit der magischen, mit der mächtigen Waffe wisst, ich würde es echt gern wissen. Ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.